Voller Hoffnung hat sich Mike Bierhinkel zum historischen Kaufhaus aufgemacht. Mit einem Transporter voller Antiquitäten. Und der Gewinn ist auch schon fest verplant. Mein Name ist Mike Bierhinkel. Ich habe antike Möbel mitgebracht. Ich hoffe auf 3.500 Minimum. Und damit würde ich dann ein neues Auto finanzieren und den Geburtstag. Pompöse Rokoko-Möbel, wie es scheint. Die sollten diesen Preis doch wert sein. Ach, der Herr Lichter. Ja, hallöchen, wie ist Ihr Name? Bierhinkel. Bierhinkel? Jawohl. Herr Bierhinkel, Sie haben aber nichts dabei. Wollen Sie kaufen? Nein, verkaufen, ein Herrenzimmer. Ach, das ist von Ihnen? Das ist ein Herrenzimmer. Jawohl. Herrenzimmer, du entschuldigst, Albert, ist zum Sitzen für Herren. Kommen Sie mit, komm, setzen wir uns mal. Ich denke, was funktioniert. Albert, du kannst dir mal in Ruhe angucken, ne? Bitte schön, Herr Bierhinkel. Ach, man fühlt sich schon ganz anders, wenn man dran sitzt. Aber wie kommt so ein junger Kerl zu einem Herrenzimmer solchen Ausmaßes hier? Das habe ich vom Onkel bekommen und da hat es käuflich erworben, Anfang der 70er Jahre, bei einem Arzt im Elsass. Hat er das käuflich erworben. Wo hat der das her? Weil Ärzte hatten sowas doch auch eigentlich nicht, oder? Ich weiß nur etwa das Zeitalter. Also es ist, so hat es geheißen, Louis-Philippe Rococo, direkt an der Grenze. Ca. 1840 bis 1860. Und von wem haben Sie diese Auskunft? Vom Onkel. Vom Onkel. Der hat bis vor 20 Jahren noch, oder hat er mit Antiquitäten auch gehandelt. Das heißt, er war eigentlich schon ein Kenner und auch ein Liebhaber. Ja, schon. Das finde ich ja hochinteressant. Albert, wann hast du das letzte Mal mit deinem Popöchen auf so was Edlem gesessen? Rokoko. Herrenzimmer. Also, das hat erstmal überhaupt nichts mit Rokoko zu tun. Darf ich kurz eine Geschichte erzählen? Ja, klar. Ja. Ich bin also auch schon seit 38 Jahren Antiquitätenhändler und bin früher immer alle 4 Wochen nach Paris, Pont Quincancourt, auf den Flohmarkt gefahren zum Antiquitäten-Einkaufen. Und die Zeit haut ungefähr hin, was Sie sagen. So in den 70er Jahren kam ich dahin und urplötzlich standen bei allen Händlern, also nicht allen, aber vielen Händlern, genau diese Möbel. Okay. Exakt diese Möbel. Normalerweise sollte das Louis XV sein. Mitte 18. Jahrhundert, um 1750. Französisch, einwandfrei, okay. Aber diese Möbel wurden extra für den arabischen Markt in Ägypten neu gebaut und hergestellt. Okay. Und dann haben clevere französische Antiquitätenhändler gesagt, das ist die große Marktlücke, die bringen wir nach Europa. Weil wer kann sich schon ein Original-Louis XV-Zimmer leisten? Keiner. Und diese Möbel sind dekorativ, sind gut gefälscht, sagen wir mal so, und die kann man auf dem Markt verkaufen. Da wurden ganze Schlösser angemietet, Horst. Ach. Schlösser angemietet und nur gefälschte Dinge reingestellt und die wurden dann als Original verkauft. Das ganz ist dann genau. Aber doch ganz klar böser Betrug. Was hat der Onkel dafür bezahlt? Kann man das noch sagen? Der hat bezahlt ca. 3.500 D-Mark. 3.500 Mark? Ja. Das war natürlich auch schon böse viel Geld, ne? War schon böse viel Geld. Aber dem Onkel hätte bei diesem Betrag schon einleuchten müssen, dass das nichts echtes Altes sein kann. Also man kann nachher immer leicht sagen, da hätte man doch. Also ganz ehrlich, also ich hatte auch ein paar Freundinnen, da hätte ich im Nachhinein auch sagen können, das war falsch. Ne? Aber in dem Moment war es richtig. Du musst ja nicht immer so böse nehmen. Nein, ich bin nicht böse. Ja, aber es ist ja schon mal schön für unsere Zuschauer auch, dass die schon mal ein bisschen hellhörig werden, wenn sowas ist. Was hat denn jetzt für eine Preisvorstellung in Ihrem Kopf sich breit gemacht? Weil es soll ja weg, ne? Ja, eigentlich schon gut. Jetzt, wo ich natürlich die Ernüchterung habe, kann ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Also. Ja, sag du mal was. Also ich muss Ihnen einfach sagen, das ist richtige Betrügerware. Also, dann kann ich nur sagen, das gibt keinen Händler Kärtchen. Die würden mir die Stühle um den Hals würgen. Ja? Das tut mir wirklich leid. Der Albert hat Verständnis. Aber um dich muss ich mich noch kümmern. Albert, du räumst dann alles bei ihm wieder vorsichtig in das Auto rein. Ne? Sitzen hier. Ja, arbeite mal die Schlange ein bisschen ab. Oh ja. So, komm mal mit. Eine Schande ist das. Wirklich eine Schande drum. Ich habe viel draus gelernt und werde es einfach als Replikat wahrscheinlich anbieten. Das schreibe ich dazu. Und es ist ja komplett trotzdem. Und hofft dann natürlich, dass ich den Preis, wo ich bezahlt habe, den bekomme.